Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa. Was es hier heute gibt, erfährst du nach dem Intro. Winterzeit ist Dutch Oven Zeit. Und was ist das richtige Wintermenü oder Gericht? Richtig, Grünkohl mit Mettenten. Ja, ich liebe das Zeug, ja, absolut. Und heute machen wir es im Dutch Oven. Natürlich, wo sonst, wenn wir hier schon in der Grillküche stehen. Was wir alles brauchen, genau, schreibe ich natürlich in die Infobox. Dafür haben wir die Infobox ja nun mal. Aber schon mal so grobe Richtung. Wir brauchen natürlich Grünkohl, wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen weißen Speck und normalen Speck. So, also Bacon und Speck. So, dann brauchen wir Pfeffer, Muskat, Senf, Brühe, Mettenten. Das war's. Und ein bisschen Zeit und Geduld. Und was wir damit alles machen, kommt jetzt. Die Kartoffeln müssen wir erstmal schälen und in kleine Stücke schneiden. So mundgerechte Stückchen. Zack, da sind sie auch schon. So schnell geht das. Ja? Die kommen gleich in den Topf. Der Dutch Oven steht übrigens schon hinten auf dem Grill. Der heizt vor. Ja, erstmal so auf 220 Grad, 240 Grad. Da legen wir jetzt nicht um 10 Grad fest. Der soll erstmal ordentlich Hitze kriegen. Ja, und jetzt müssen wir noch die Zwiebeln klein kriegen. Machen wir. Zack. Da sind sie. Auch klein. Wir haben alles klein geschnitten. Den Speck habe ich in Würfeln. Den habe ich in Scheiben, weil nur Würfel ist ja langweilig. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Grill. Der Dutch ist so richtig heiß. Wie merkt man das? Hört ihr das zischen? Ja, machen wir mal so. Rein damit. Jetzt zischt es. So, den weißen Speck hier, den lassen wir jetzt erstmal aus. Der Speck ist jetzt ausgelassen. Ist jetzt schön griebig geworden. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Oma. Oma hat früher auch immer Speck genommen, in eine Pfanne ausgelassen. Und dann haben wir beide abends am Küchentisch gesessen, eine Scheibe Graubrot und diese Grieben und diesen Speck und alles aus der Pfanne rausgegessen. Das war mega cool. Ach ja, das war schön. So, jetzt kommen die Zwiebeln aber rein hier. So, genug in Erinnerung geschwelgt. Aber jetzt wisst ihr, woher ich diese Affinität zu Bacon und Speck habe und Fleisch und alles. Oma war eine coole. So. Nummer 1. Und der Speck gleich hinterher. Nummer 2. Das lassen wir nochmal wieder so ein bisschen hier andünsten. Und jetzt ist es eigentlich völlig wurscht, wie ihr was macht. Ob ihr jetzt erst die Kartoffeln und dann den Grünkohl. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen schichtweise. Kartoffelkes. So. Und den Grünkohl. So. Ja. Nochmal Kartoffeln. So. Noch mehr Grünkohl und weil der Topf ja noch nicht voll ist, noch mehr Grünkohl. So, ich versuche mal hier so umzurühren. Ich muss mir einmal einen Handschuh anziehen. Dafür habe ich die Dinger doch. So.
Jetzt kommt die Brühe hinzu. So. Und hier ist Muskat und Pfeffer, beides in einer Schüssel jetzt drin. Schubidubidubidubidubidu. Und das darf nicht fehlen, ein ordentlicher Klecks Senf. Komm da raus. Ja, wenn man das falsche Werkzeug in der Hand hat, ne? Mann, 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 der Papa wieder. Einmal mit Profis arbeiten, einmal nur. So. Angst, ich verrühre das jetzt erstmal und dann lassen wir das mal in Ruhe köcheln. Ich mal so mal so eine halbe Stunde bei ungefähr 180 Grad. Schadet nichts, wenn es mehr ist, wird nicht schlimmer dadurch. Die Mettenten kommen übrigens erst ganz zum Schluss drauf. Ich habe früher übrigens immer Mettenten gesagt. Nur mal so nebenbei. So, zack. Dann sagen wir jetzt mal gute Nacht. Wollen wir mal wieder den Deckel öffnen? Ich habe schon einmal zwischendurch reingelinst, sagt man das? Weil ich umrühren musste. Und jetzt rühren wir nochmal um. Ah, das sieht richtig gut aus. Ja. Ah, das ist so richtig Soul Food, oder? Mega genial. Machen wir die schön von unten nach oben alles holen hier. Die Zwiebeln auch überall hinkommen. So, machen wir mal hier so ein bisschen. Und jetzt kommt das Genialste. Jetzt kommen die Mettenten rein. So, und ich war bei meiner Lieblingsmetzgerei, der Metzgerei Rotzoll. Schöne Grüße an Uli und sein Team. Ich habe mir nämlich extra Mettenten bei ihm besorgt. Die sind ein bisschen bissfester. Die mögen meine Frau nicht. Die bekommen die eingepackten, ausgepackten, wie auch immer, aus dem Supermarkt. So. Und wenn der Fatih das jetzt hier nicht schön angerichtet hat, dann weiß ich auch nicht. Ein Wurststern nenne ich das. So. Das darf jetzt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so vor sich hin blubbeln. Dann sollten auch die Würstchen lecker sein. Und dann wird mal probiert. Meine Lieben, es ist soweit. Moment.
Jetzt ist es soweit. Papa zieht die Handschuhe an und holt den Topf und macht die Randale. So, Grille schon aus. Und hier ist er. Kleine Töpfchen. Dann wollen wir doch mal wieder die Gabel. Wo ist der Heber? Also. Seid ihr auch so neugierig wie ich? Leute. Oh, das sieht gut aus. Mal gucken. Wenn das nicht mal gut aussieht, oder? So. Dann geht es aber jetzt mal ran ans Probieren. Ich mache mir mal hier so einen kleinen Teller fertig. Das ist die Uliwurst und das ist die aus dem Supermarkt. Möchte ich ja jetzt auch mal so einen kleinen Testlauf. So. Aber erstmal das Wichtigste. Prost. Oh. Ja. Lecker. Oh, was soll ich sagen? Leute. Oh. Warum macht man das eigentlich nicht öfter im Jahr? Und bei Uli ist irgendwas Wacholderiges drin. Schmeckt ein bisschen nach Wacholder. Ich muss einfach. Super. Leute, Grünkohl. Was soll ich sagen? Grünkohl ist einfach Grünkohl, oder? Und jetzt, wenn es euch gefallen hat, wir lassen den aber jetzt noch einen ganzen Tag stehen. Den gibt es nämlich erst morgen. Morgen ist das alles richtig schön nochmal richtig, richtig durchgezogen am nächsten Tag. Das ist wie mit Chili con Carne, eine Gulaschsuppe oder ein Gulasch. Das schmeckt am zweiten Tag nochmal so gut. Deswegen darf ich das jetzt nochmal den ganzen Tag ausruhen, bis es gegessen wird. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft, falls ihr hier noch kein Abonnent des Kanals seid, gerne ein Abo dalassen, freue ich mich natürlich drüber. Auch ruhig eine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ansonsten sage ich natürlich danke fürs Zusehen. Ihr dürft euch ruhig weiter sagen, was ich hier mache. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Freund von euch. Und zeigt ihm einfach mal meine Videos, freue ich mich immer drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Papa liebt Fleisch. Hammer Barbecue.